Bohrinsel, Nautilus. Und damit willkommen wieder zu einer Runde Splatoon Online. Ja, irgendwann hoffe ich, sind wir mal Level 10. Das wäre doch mal geil, oder? Dann könnte ich hier richtig schön ein... Richtig, also richtig schön... Ranked-Matches machen, ne? Das wäre doch mal was Feines. Das wäre doch mal was Feines. Aber dies doch mehr in einer anderen Folge von... Ein Loop... Moment, das ist ja komplett falsch. Oh. Auf jeden Fall, vorab zu sagen, ich habe gerade übrigens die D-Steuerung aus. Bewegungs mit dem Pad. Dass ich mich mit dem Pad bewege, das habe ich aus. Das wollte ich sagen. Die Bewegungssteuerung. So, ich meine, es ist gerade nur mit den Knüppeln. Ich denke, ich werde mit der Zeit damit besser klarkommen. Da ich eigentlich, wie gesagt, ich bin der Konsolenspieler. Ego-Shooter-mäßig. Und deswegen werde ich mit der Zeit damit besser klarkommen. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das weiß ich. Das wird so sein. Wir färben in Ruhe alles ein. War da gerade... Nee, ich dachte gerade, da war einer. Überraschung. Und aus dem Grund denke ich, werden wir das irgendwie besser hinbekommen. Ich würde gerne mal mit der Zeit auf Splatoon den Dings-Modus spielen hier. Endlich hat er mich auch mal, hey. Den Singleplayer-Modus. Den will ich auch gerne nochmal let's playen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde. Der Singleplayer-Modus als Let's Play. Würde mich freuen. Könnt ihr mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Das wäre doch mal Knorke. Erstmal alles schön einfärben. Genau, das habe ich gerade gesagt. Was wollt ihr noch sagen? Wollt ihr noch irgendwas erwähnen? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, das waren die Hauptsachen, die ich erwähnen wollte. Genau. Also Singleplayer-Modus hätte ich halt auch Bock drauf. Oh, ohne Witz, diese Camper. Echt nicht lustig. Sorry, aber... Ist ja nicht feierlich. Als ob der nicht verreckt. Lol. Guckt euch das mal an. Missgeburt ist das. Sorry. Geht ja mal gar nicht. Genau. Pümmel dich ruhig weg, Alter. Ach, komm schon. Da kommt ein anderer jetzt. Ey. Ist doch zum Kotzen. Zum Mäusemelken ist das doch. Und ich fall runter, GG. Simply the best. Das war die Runde, die wir deutlich verloren haben. GG. Team. Los. Haben wir denn immer was gemacht? Ah, oh, so geil war die Runde nicht. Ich hänge noch, wie gesagt, wir hängen immer noch eine ran, ne? Ich werde auf jeden Fall diese Folge... Oh, nochmal die gleiche Map, oh. Ein bisschen besser rendern mit einer höheren Einstellung und Qualität. Aber ich denke, normale Laien, sage ich mal, werden davon nichts großartig mitbekommen. Leute, die jetzt nicht viel damit zu tun haben, mit sowas, die werden das, glaube ich, nicht großartig merken. Zum Beispiel ist, dass sie eigentlich nicht 1080p, sondern 1156p, nee, 52p. Also daher ist die Qualität schon besser. Höhere Bitrate, alles Mögliche. Aber wie gesagt, normalerweise merken das Leute nicht so stark. Ne? Aber man hat ein besseres Gewissen, da man weiß, man lädt mit guter Qualität hoch. Ich hatte gerade Angst, weil irgendwas das. Achso, das war nur dieses. Wo die Gegner. Ey, ohne Witz. Erstmal wieder zurückfärben hier. Gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Knapp. Das war wirklich knapp. Da habe ich irgendwie das verpeilt, rechtzeitig meine Ulti zu zünden. Beziehungsweise ich habe gedrückt und nichts ist geschehen.
Da passe ich lieber mal auf, gehe mal eben ein Stück zurück. Ich mache das erstmal wieder hier schön in unsere Farbe. Nein! Ich wollte weg, aber hab mich in die Ecke. Boah, verdammt. Ich wollte echt gerade weghauen. Also abhauen. Da bin ich in die Ecke da. Oh, das war. Dumm, 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 dumm. So leicht. Das muss alles wieder schön orange werden. Das muss wirklich alles schon orange werden. Ah, hier, da haben sie hier wieder alles gefärbt. Habe ich genau gesehen, meinen Adleraugen entgeht sowas nicht, ja. Ich überlege gerade, die ganze Zeit habe ich alles angesprochen. Ich glaube, ja. Qualität, wollte ich, habe ich erzählt. Und genau, Singleplayer. Hey, ich hab Bock drauf. Ich glaube, das bringt noch was. Das würde ich dann als Display machen nebenbei. Also den Singleplayer meine ich, ne? So richtig so als Part. Vielleicht nach Killzone oder so. Ah, hinter mir. Ich glaube nach Killzone vielleicht. Los, los. Habe ich sie erwischt. Diesmal nicht, Freund Sahne, ne? Am Ende hier noch irgendwas umfärben. Und dann, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, yes. Gute Runde. 61%. Mr. Morgame, wir freuen uns. Welchen Platz haben wir gemacht? Oh, da haben andere deutlich mehr gefärbt, die Stufe 20er. Aber wir haben auch gut dabei gemischt, ne? Dabei gemischt vor allem, haha. Nächste Runde. Diesmal eine andere Map. Oh yes, Skatepark. Und wir sind wie so eine die Farbe der Pflaume, ne? Wie Pflaumensaft, erinnert mich das immer. So, erstmal machen wir hier nicht großartig viel, sondern erstmal unsere Seite natürlich ein bisschen einfärben. Hauptsache, wir kriegen Punkte, 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 Ulti. Und ja, in den Kommentaren haben die Leute ja geschrieben, dass Einfärben angeblich mehr bringt. Also punktemäßig auch und so. Und meinen Abonnenten vertraue ich da natürlich. Die sind alles sehr intelligente Damen und Herren. Okay. Da hat die Muschi hier oben die Ulti gezündet. Damit habe ich. Ja, dumm gelaufen mal, ne? Ich wusste nicht, dass es eine Ulti ist. Wobei, ich glaube, die hatte ich bei Zombie auch. So. An Splatoon habe ich ehrlich gesagt echt Spaß. Also, Splatoon macht mir. Ach, das sind Gegner. Oh, ich bin so dumm. Das waren Gegner. Ich bin so dumm. Also Splatoon macht mir ehrlich gesagt echt Spaß. Es ist mal eine Abwechslung, auch Ego-Shooter-mäßig, weil es ist ja eine Art Shooter, ne? Halt nur schön bunter und so. Ich finde, das ist echt eine lustige Abwechslung. Was ich lustig fand, ich habe schon Dings gesehen. Leute, die das in Minecraft gebaut haben. Also Splatoon. Habe ich auch schon gesehen. Bei mir auch direkt, ja. Alles muss immer direkt in Minecraft sein, ne? Oh, ich komme gegen diese Leute Level, was weiß ich, einfach nicht richtig an, die so richtig overpowered dabei sind. Oh, die haben hier echt mega geilen Stuff auch. Der ist abgeflitzt. Ja, na, rückwärts laufen hat er jetzt. Die Leute haben geschrieben, die Roller, die Klecksroller, die können nichts, wenn man einfach nur rückwärts läuft. Aber der hat mich gerade trotzdem einfach okay, kann sein, weil da Wand war. Wahrscheinlich, weil da Wand war. Ja. Schade, hab ich nicht mehr erwischt. Aber die blöde Tante da oben mit ihrem Kack da, die habe ich erwischt. Und hinauf, schnell wieder umfärben.
Nein! Jetzt noch abgefeuert. Schande! Oh, die haben gewonnen. Wahrscheinlich hat das Ding da noch alles entschieden, diese Rakete, ey. Nein, wir haben gewonnen. Ey, geilo. Gute Sache. Siegerbonus plus 300 Punkte. Bam, Platz 2. Ist doch ganz gut. Ist doch ganz gut. Und nochmal die Bohrinsel. Neues Glück. Gerade hat die Suche ein bisschen lang gedauert, bis es losging. Aber das Geile hier an dem an Splatoon ist, die Wartezeitüberbrückung, Alter. Man kann ja währenddessen auf dem Gamepad einfach was zocken. Das finde ich so cool gelöst. Also mal really. Finde ich wirklich extrem geil gemacht. Da kann man so eine Art Jump'n'One mit so einem Tintenfisch machen, für die, die das nicht wissen. Also, finde ich cool. Als Wartezeitüberbrückung, not bad. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf die Wettkampfsachen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ja. Müssen wir nur Level 10 werden. Oh. So, und abtauchen ein bisschen näher. Alles unsere Peoples hier. Sind ja auch irgendwo Gegner. Kann man da hoch? Ich glaube ja. Und wiederum auch nein. Naja, einfach die Ulti zünden. Passt schon. Ach, hier kann man hoch. Doch, doch. Oh, nochmal. Ah, perfekt. Meins, 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 meins. Ich habe da hinten gerade Gegner gesehen hier. Perfekto Schlecto. Nein. Lol, ich drehe mich um, dann kommt dieser... Boah. Jetzt mal really, sorry. Schnell, mitten wieder in den Kampf. So. Und ja, ich mag Spiele, die Ladezeitüberbrückung haben in Art von Minispielen. Keine Ahnung, finde ich immer super. Finde ich immer super. Weiß auch nicht, wie ihr das fandet. Einfach noch super. Na, 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 na. Spielt bei euch eigentlich auch wie das Splatoon? Mich würde mich mal interessieren, ob man sich mal irgendwie dann trifft. Wenn wir kämpfen oder so. Okay, haben wir bekommen. Ah, Glück im Unglück. Alter, ich wurde ja voll weggedrängt, also von der Waffe so. Schau hier hoch. Ah. Und schnell wieder umfern. Ja, noch einen geholt am Ende. Krass. Das war auf jeden Fall Splatoon, Leute, mit der Folge heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und lasst ein paar Bewertungen da oder ein paar Kommentare. Würde mich freuen. Das war doch nochmal eine gute Runde, würde ich sagen. Da, 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 da. Ja, 5-1 ist doch eine nice Sache. Und bis dann und tschüss.